Hallo Freunde, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute muss ich euch was erzählen. Ich weiß nicht, einigen wird es vielleicht gefallen, andere, und ich denke die große Mehrheit von euch, werden da ein bisschen nicht zickig oder böse sein, aber es wird den meisten wahrscheinlich nicht gefallen. Und zwar wird 7 Days to Die wahrscheinlich etwas in die Verlängerung gehen müssen. Ich habe gesehen, und ich nehme ja die meisten Episoden jetzt inzwischen schon etwas im Voraus auf. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt schon deutlich weiter als ihr in den Videos. Dementsprechend kommt die Info jetzt auch relativ spät erst. Und zwar, 7 Days to Die sollte hier nur 30 Tage laufen. Und das ist schon fast vorbei. Hintergrund war der. Bob, jetzt nicht. Hintergrund war der, dass im Anschluss Cyberpunk gespielt werden sollte. Das sollte am 19. November erscheinen. Und das ist, ja, bald, in Anführungszeichen. Jetzt habe ich gesehen, dass das wieder nach hinten verschoben wurde. Mal wieder. Neuer Veröffentlichungstermin für Cyberpunk ist jetzt der 10. Dezember. Das sind 21 Tage. Das bedeutet, das sind ungefähr 7 weitere Episoden. Das heißt, wir können bei 7 Days to Die noch eine Ingame-Woche dranhängen. Und das würde ich auch machen, weil es sich einfach nicht lohnt, für 7 Episoden ein neues Let's Play anzufangen. Das heißt, diejenigen von euch, die mit 7 Days so einigermaßen klarkommen und sagen, ja, ist vielleicht nicht mein Lieblingsspiel, aber es ist irgendwie ganz lustig zu sehen, wie er ständig von Zombies gefressen wird. Für die ist das wahrscheinlich einigermaßen okay. Für die Leute, die jetzt quasi schon auf glühenden Kohlen sitzen und endlich Cyberpunk spielen wollen, für die ist es natürlich nicht so toll. Ich kann es aber leider nicht ändern. Und ihr seht ein, dass es für 7 Episoden sich nicht lohnt, ein neues Let's Play anzufangen. Die Alternative ist, dass ich in der Zeit gar nichts zocke. 21 Tage sind aber, ja, 3 Realzeitwochen und 3 Wochen ohne Let's Play. Ich glaube, dann, ja, nicht so prall. Okay, was haben wir denn? Eine 5er Stahlschaufel ist ziemlich krass. Eine 6er Compound-Armbrust ist eigentlich auch nicht schlecht. Die macht schon wirklich ganz gut Schaden. Also ihr seht, die Armbrust macht so viel Schaden wie die MP5. Im Endeffekt. Das Problem ist, dass die MP5 bedeutend schneller schießt. Bei der MP5 mache ich die, was weiß ich, das Magazin mit, weiß nicht, passt da inzwischen 60 Schuss rein? Keine Ahnung. Mache ich innerhalb von ein paar Sekunden leer. Und hier schieße ich vielleicht einmal pro Sekunde. Das ist nicht so wirklich toll. Die Stahlschaufel kann ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Damit sollte das Graben deutlich schneller gehen. Besonders in der Wüste, wenn ich mal wieder Sand brauche. Und ich werde eine Menge Sand brauchen in Zukunft. Läuft. Aber eigentlich möchte ich eine Nagelpistole haben. Damit das mit dem Basisbau doch noch einigermaßen weitergeht. So, was haben wir da? Old House, das geht schnell. Das kennen wir. Abholen, säubern. Machen wir. Ich meine, den Poi haben wir jetzt vor kurzem erst gesehen. Aber auf Stufe 4 haben wir hier in der Gegend nicht so viel Auswahl. Und ja, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht schon wieder den Waterworks machen. Ich mach den gerne. Ganz klar. Und ich bin mir fast sicher, wenn ich hier noch eine Mission mache, dann, ja, bin ich beim Waterworks. Das ganze Zeug lassen wir mal hier. Und wir haben fast keine Munition mehr. Ich muss mir also Gedanken machen, wie ich an Munition komme. Munition sparen ist natürlich eine Sache. Aber der Nachschub muss ja auch irgendwie gesichert sein. Steine kann ich gebrauchen für den Basisbau. Wow. Läuft. Das nehmen wir mit. Na toll.
So, jede Wette, dass da ein Zombie drin ist. Oh, hab ich ein Glück. Hab ich ein Pech. Den Helm kann ich nicht wirklich gebrauchen. Die Helme waren früher mal richtig klasse. Da hat man Bergarbeiterhelme gebaut, indem man einfach einen Helm genommen hat, eine Taschenlampe und ein bisschen Klebeband. Die Zeiten sind inzwischen vorbei. Bergarbeiterhelm ist inzwischen ein ganz normaler Helm. Und die Lampe da drin ist im Prinzip einfach nur eine Helmlichtmod. Und diese Helmlichtmod kann man fast alle Helme ranmontieren. Dementsprechend. Ja. Nicht mehr so wirklich klasse. Einfach nur, damit da kein Zombie noch dazukommt. Wie gesagt, auch ein bisschen Munition sparen. Aber ich muss auch gucken, wie ich an neue Munition rankomme. Und das Einfachste wäre, wenn ich welche bauen könnte. Okay. Wie komme ich da am besten hin? Dieser Tunnel führt hier nach links. Das ist alles zu stabil. Hier müssten wir durchkommen. Hoffe ich zumindest. Wäh. Das ist doch nicht nett. Das ist alles viel zu stabil. Was soll denn das? Okay, das gute Werkzeug habe ich jetzt auch oben im Moped gelassen. Nö. So wichtig ist mir die Kiste dann auch nicht. So, Zement kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. An Zement scheitert es gerade am allermeisten. Um Zement herzustellen, muss ich Steine in die Schmiede packen. Das dauert. Danach muss ich in der Schmiede das Stein in Zement umwandeln. Das dauert auch. Zumal ich derzeit, glaube ich, auch nur einen Satz Amboss und Blasebalg habe. Das heißt, die Schmiede, die derzeit das ganze Zementzeug macht, hat weder Amboss noch Blasebalg. Das heißt, das in die Schmiede packen und das aus der Schmiede rausholen, dauert einfach viel zu lange. Nicht gut. Aber ich brauche Amboss und Blasebalg in der zweiten Schmiede, weil ich dort natürlich diese ganzen Metallgeschichten baue. Aber das geht deutlich schneller. Ich habe eine Menge Rebar-Blöcke gebaut in der Zwischenzeit. So, damit kriegen wir, glaube ich, alles ins Magazin. Nein, bis auf 12. 61. Okay. 61 ist auch irgendwie eine komische Magazingröße. Was haben wir hier Schönes? Staubmäntel. Lernen wir. Oh, das war sogar das erste Nadel- und Fadenbuch, das wir lernen. Hui. Welcher Lucky Looter für Blei? Okay. Zigarren bauen. Machen wir. Also. Große Chili. Da gibt es wieder Chili Dogs. Doch halt. Das wollte ich zerlegen. Das passt.
Und was zu trinken habe ich gefunden. Sehr gut, gekochtes Wasser. Nehmen wir mal gleich zwei. Je höher man im Level steigt, desto höher gehen auch hier diese Werte. Das Ganze cappt sich aus bei 200. Das erreicht man, wenn man Level 100 hat. Standardmäßig hat man 100, also pro Level gibt es eigentlich ein bisschen mehr. Wir sind Level 57, dementsprechend 57 hier. Aber das ist nicht nur Gesundheit und Ausdauer, sondern auch Nahrung und Wasser. Das heißt, wenn wir hier so ein Glas mit Wasser haben für 20, das bringt uns am Anfang des Spiels wahnsinnig viel. Wenn wir nur 100 maximal haben für Wasser, ist das super. Später im Spiel bringt das nicht mehr so wahnsinnig viel. Also das bringt immer noch die gleichen 20, aber prozentual gesehen aufs Maximum ist es natürlich deutlich weniger. Wie viel Blockschaden war das? Oh, gar nicht schlecht. Ja, wenn ich mit der MP5 verfehle, mache ich hier natürlich die Blöcke mit ein bisschen kaputt. Eins davon ist jetzt, wenn mir da nicht die Sitzgelegenheiten dazwischen funken und ich dann verfehle, weil plötzlich andere Höhenangaben da sind, ist ein Zombie kein Problem. Da könnten wir uns sogar schon durchbeißen, aber da oben kommen wir sowieso noch hin. Dementsprechend. Ich weiß sogar, wo das ist. Das ist einigermaßen harmlos. So, die Stelle ist ein bisschen garstig. Wo bist du? Du scheinst hier irgendwo unterwegs zu sein. Jawohl. Wir müssen auch alles säubern. Dementsprechend kann ich hier nicht einfach einen Zombie zurücklassen. Das wäre irgendwie blöd. So froh, dass ich immer noch Federn finde. Wenn mir das Spiel Munition geben will, oder Komponenten für Munition, wie wäre es mit Schießpulver als Komponente oder 9 mm einfach als Munition? Wenn ich daran denke, dass ich demnächst auch noch eigentlich eine dritte Schmiede brauche. Ich habe jetzt eine für die Metallgeschichten, ich habe eine für Stein und Zement und die laufen eigentlich durchgehend. Wenn ich jetzt auch noch tatsächlich mit der Munitionsgeschichte anfange, dann brauche ich da eigentlich eine dritte Schmiede. Oh, Junge. Eine, zwei, zwei. Einer. Verblutet. Wupu. Na, da kommen wir hin. Sieht erstmal nicht gut aus mit den ganzen Dosen, die ich finde. Aber die kann ich zu Metall machen und Metall kann ich jede Menge gebrauchen. Und alles Metall, was ich habe, ohne dass ich in der Mine das Zeug zerkloppen muss,
ist eine richtig gute Sache. Da ist Farbe drin. Lass mal gucken. Die nehmen wir raus. So, die Hose, die wir haben, ist besser in Hitzewiderstand. Die ist besser in Kältewiderstand. Diese gotische Hose ist eigentlich verdammt gut. Aber wir zerlegen sie fürs Leder. Und das zerlegen wir für die Farbe. Ich will schließlich das Haus irgendwann auch noch ein bisschen anmalen. Dann halt nicht. Da kann sowieso nicht so viel gutes Zeug drin sein. Damit sind die Geier passiert. So weit, so gut. Puh. Viel Munition habe ich wirklich nicht mehr. Das ist natürlich der Nachteil. Die MP5 ist eine wirklich tolle Waffe. Aber sie ist nicht die sparsamste Waffe. Wenn es um Sparsamkeit geht, ist sowas wie ein Jagdgewehr natürlich besser. Oder ein Schützengewehr. Und da bin ich froh, dass wir eins gefunden haben. Das macht eine Menge Schaden. Und das können wir für die Blutnacht da noch ein bisschen modifizieren. Und wo ich gerade die Blutnacht erwähne. Es ist ja morgen Blutnacht. Und da werde ich wieder eine Bauepisode einschmeißen. Ich habe jetzt insgesamt ein bisschen weniger gebaut an der Basis, habe mich mehr um Rohstoffe gekümmert. Habe die Rebar-Blöcke schon platziert. Und morgen werde ich dann zum einen an der neuen Basis die Betonmischung installieren, die ich habe. Gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Und zum anderen die Blutnachtbasis wieder ein bisschen reparieren. Die hat beim letzten Mal ja ganz schön gelitten. Und dementsprechend müssen wir das ein bisschen auf einen besseren Stand bringen. Ich meine, ihr habt ja selbst gesehen, dass Henry Probleme hatte beim letzten Mal. Ich hatte Probleme mit den Hunden und den Spinnenzombies, die unheimlich nervtötend sind. Und ja, dementsprechend will ich da die Basis auf jeden Fall wieder ein bisschen reparieren. Nicht, dass da der Steg zusammenbricht oder sonst irgendwas Blödes passiert. Und das machen wir alles morgen. Also in-game morgen. So weit, so gut. Ah, warum sind das hier so viele Biker? So, Medikamente. Habe ich was dabei? Ja, Schmerzmittel. Sehr gut. Und ich spült mal runter mit Flüssigkeit. Die Schmerzmittel reduzieren den Wasserwert, den man hat. Dementsprechend trinkt man dann am besten auch noch was. Für kurzfristige Heilung sind diese Schmerztabletten fantastisch.
wenn man nicht die Zeit oder Möglichkeit hat, was zu essen. Ansonsten, ja, ich versuche eigentlich immer so mindestens ein Schmerzmittel links dabei zu haben. Ach ja, was ich nicht kommentiert habe, ist das hier, Bauplan, automatische Schrotflinte. Den lernen wir auch gleich. Ist eine super Sache. Jetzt sind wir leider nicht Schrotflinte geskillt. Sonst könnten wir dieses Monster auch schon direkt bauen. Und das wäre super. Muss ich mal gucken. Ich habe derzeit 2 Fähigkeitspunkte. Das Problem bei der Sache ist, ich hatte ja gesagt, ich will eigentlich auch noch hier auf Sprengbeauftragter. Da brauchen wir 5 Punkte in Wahrnehmung. 3 Punkte hier macht 8 Punkte. Das könnte klappen, bevor wir die nächste Blutnacht haben. Also je nachdem, wie ich durchkomme mit dem Bauen morgen. Ist aber gut. Wow. Das war mal das. Wie viel Munition habe ich noch? 43. Selbst wenn ich dann das bessere Rezept habe für Schießpulver. An Kohle komme ich ran. Ich weiß, wo Kohlevorkommen sind. Nitrat habe ich auch. Also Schießpulver wäre sogar eine Sache. Dann bräuchte ich vielleicht noch eine Schmiede. Die könnte ich bauen. Ich glaube, das Material müsste ich in der Basis haben. So, das war ein guter Fund. Wir haben nämlich hier noch von der Beinrüstung. Leichte Rüstung, und zwar Militärschienen 1. Die sind natürlich nichts. Außerdem haben wir in letzter Zeit so viele Treffer abgekriegt, dass die völlig ruiniert sind inzwischen. Und dann nehmen wir hier die Altmetallschienen 6. Die sind schon gar nicht so schlecht. Dann machen wir die Taschenmod rein. Dann läuft das. Das hier können wir zerlegen, brauchen wir dann nicht mehr. Bräuchten wir nur noch was für die Hände, dann tragen wir überall schon mal schwere Rüstung. Das wäre gar nicht so blöd. Mal gucken, schwere Rüstung. Könnte ich natürlich auch investieren. 7 in Stärke habe ich und dann könnte ich Level 5 schwere Rüstung bauen. Und das Rezept für Stahlrüstung habe ich, glaube ich, auch schon. Ja, Stahlbrustpanzer hier. Was uns da natürlich fehlt, ist der geschmiedete Stahl. Dafür bräuchte ich einen Schmelztiegel. Ich lasse die Tür jetzt absichtlich mal noch zu, damit ich den erledigen kann, bevor es wirklich hässlich wird. Pharaoh. Zweite Verteidigungslinie. Komm, streck den Kopf durch. Nee, der Pharaoh ist im Weg. So, den haben wir. Sehr gut. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt Egger. Okay, von den 43 fast die Hälfte verballert. Oh Junge. Waren aber auch relativ viele Zombies. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie viel Munition man braucht in der Blutnacht, wenn man das nur mit der MP5 machen möchte.
Wir reden hier locker von 2.000 bis 3.000 Schuss. Vielleicht sollte ich nochmal über den Elektrozaun nachdenken. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung vom Händler. Ich muss mal gucken, wann der das Inventar erneuert. Damit wir vielleicht noch Munition ankaufen können oder ein paar Bauteile. Das ist gar nicht schlecht. Das kann man ganz gut verkaufen. Wieder ein bisschen 9mm Munition. Das läuft. Ach, Schmiede oder Nagelpistole. Bitte, 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 bitte. Ja. Gut. Das sagt mir, das Spiel will, dass ich einen Elektrozaun baue. Dann brauche ich aber jetzt noch einen Stromgenerator und die Zaunelemente. Die kriege ich. Wir können mal ganz kurz gucken. Elektrozaunpfosten. Fortgeschrittener Ingenieur. Und das haben wir hier. Bin mit der Maus sogar schon drauf. Super. Schmied sind wir. Arbeitsstation Zementmischer. Wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Elektriker. Und dafür bräuchten wir Intelligenz 6. Wir haben Intelligenz 8. Also mit den 2 Punkten könnten wir da schon mal loslegen. Ja, das sind mit fortgeschrittenen Verteidigungssystemen wie Elektrozäunen und Klingenfallen. Wäre schon mal nicht schlecht. Erfinder. Alle Rezepte für die Schmiede kosten 15% weniger. Das ist an sich auch nicht schlecht. Batteriebanken, Nagelpistolen herstellen. Oh Junge. Dafür brauchen wir Intelligenz 8. Ihr seht schon. Alles, was ich will, ist so ein bisschen in Reichweite. Aber nicht ganz. Also auch nicht alles gleichzeitig. Ach, Entscheidung. Das müsste auch ohne Parcours gehen. Und das haben wir schon getestet. Geht auch. Und ja, ich habe tatsächlich noch nichts in Parcours investiert. 0 von 4. Da geht noch nichts. Wir könnten Parcours ziemlich maximieren. Wir nehmen einfach noch so eine Skibrille, die gibt plus 1 Beweglichkeit, dann könnten wir bis auf Parcoursmeister hochgehen. Hilft uns enorm bei der Beweglichkeit, ich denke, das ist klar. Das Problem ist, ich habe nicht genug Punkte. Ich will das Schießpulverrezept, ich will diese Ingenieurgeschichte. Das wäre beides ziemlich wichtig. Schwere Rüstung wollte ich herstellen. Jetzt haben wir das Rezept für die Autoschrotflinte. Schrotflinten wären auch nicht schlecht. Na also, 6er Stahlhandschuhe. Stahlhandschuhe haben uns auch noch irgendwie gefehlt. Das heißt aber auch, dass ich jetzt schwere Rüstung nicht mehr skillen brauche. Klar wäre es schön, die Rüstung herstellen zu können und bessere Rüstung an manchen Plätzen zu haben, aber so wahnsinnig schlecht ist die Rüstung, die wir haben, nicht. Die Schockstabteile verkaufen wir, das verkaufen wir. Taschenlampe können wir verkaufen, wir haben eine am Helm. Stahlwerkzeugteile heben wir auf. Und das will ich auch nicht verkaufen, das will ich anziehen. So, du kriegst morgen neues Inventar. Ach du Schande, das wird hässlich. Okay, hast du Munition? Du hast Hülsen. Schrot für Schrotflintenmunition. Dann brauchen wir trotzdem Schießpulver und Papier. Papier hätten wir, Schießpulver ist dann das Problem. Ja, und hier habe ich jede Menge angeschlagene Kram schon verkauft. Hm.
nicht so einfach. Wir kaufen dieses Ding. Ich weiß nicht, ob es umsetzbar ist, weil wir dann hauptsächlich noch den Generator brauchen. Die nehmen wir mal mit. Die Batteriebank ist für uns erstmal ein wenig nützlich. Die Batteriebank benutzt man eigentlich im Zusammenhang mit Solarzellen und einer Solarzellenbank. Dass man tagsüber die Batterien auflädt und nachts dann natürlich die Batterien entlädt. In der Praxis ist es knifflig. Hier hätten wir 80 Schießpulver. Die nehmen wir mal mit. Dann nehmen wir auch noch den Schrot mit. Den groben. Okay, ich glaube, mehr kriegen wir im Moment nicht von dem Kameraden hier. Aber wir könnten noch eine Mission machen. Oh, das habe ich gar nicht geguckt, was das für ein Poi ist. Wird schon gut gehen. So, das ziehen wir an. Und ich glaube, wir müssen erstmal zur Basis und Zeug loswerden. Das mache ich fix. Ich fahre kurz zur Basis, schmeiß den ganzen Kram in meine Wareneingangskiste. Und dann hole ich euch dazu, wenn ich wieder am Poi bin. Und von der Region sieht das irgendwie nach Waterworks aus. Ja, Waterworks. Easy peasy. Bis gleich. So, das sind wir im Waterworks. Und ich habe die MP5 mal in der Basis gelassen. Wir hatten sowieso fast keine Munition mehr. Stattdessen habe ich mir gedacht, ich benutze mal ein bisschen die neue Schrotflinte. Einfach damit ich mich ein bisschen dran gewöhne. Ich benutze mich so gut wie nie Schrotflinten. So, dann haben wir nicht so wahnsinnig viel Zeit, wenn ich das alles noch gesäubert kriegen will, bevor es dunkel wird. Muss ich auf ein bisschen Loot verzichten, fürchte ich. Aber ich habe die Handschuhe natürlich angezogen für die schwere Rüstung. Schlecht. Da wollte ich eigentlich nicht runterfallen. Das war alles andere als gut. So, die Spinte lohnen sich eigentlich sonst immer. Die ist unnötig. Unnötig. Ja, ich muss ein bisschen hinmachen, sonst rennen die Zombies gleich. Die Working Stiff Box nehme ich mit, weil da eben auch eine Nagelpistole drin sein kann. Schade. So, Hund. Links oder rechts? Ist wohl hier drüben. Howdy! Partner. Die Sache ist erledigt. Das nehmen wir mit. Den Loot da oben lassen wir. Durch die Mündungsmod, wir haben da so eine Schrotflintendrossel dran, streut die Schrotflinte weniger. Und jede Schrotkugel macht Waffenschaden. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ich bin tot. Yeah.
Yep, tot. Keine Medikamente dabei. Keine Ausdauer mehr. Ich habe ja gesagt, Wasser ist tödlich. Da wollte ich auf gar keinen Fall runterfallen, aber... Ja, dann hätte ich es mal besser nicht gemacht, ne? Okay, Bett ist im... Horde-Bunker. Unser Moped steht noch vor dem Poi. Es ist gleich Nacht. Oh Junge. Habe ich hier... Ja, 7 Schuss. Das ist noch geladen. Das passt. Okay, ich renne kurz zurück und hole euch dazu. Das heißt, das wird ein kleiner Nachtausflug im Poi. Super. Bis gleich. So, ich bin wieder beim Waterworks. Inzwischen ist Nacht. So, mache ich hier auch mal zu. Vor dem Waterworks steht ein Bär. Nicht so toll. Ja, Hauptproblem mit Wasser. Unter Wasser kann man die Schusswaffe nicht einsetzen. Sonst hätte ich mit der Schrotflinte da relativ schnell aufräumen können. Geht nicht. Dann muss man die ganze Zeit springen, während man unter Wasser ist. Sonst geht man unter und ertrinkt. Und springen, das seht ihr hier links jetzt. Ich mache das mal gerade unter der Tür. Springen verbraucht eine Menge Ausdauer. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch die Machete benutzt, um sich zu wehren, ist man ruckzuck ohne Ausdauer. Und dann, ja, das Ergebnis habt ihr gesehen. Den Bären hört ihr auch. Der ist ein bisschen unglücklich, dass er mich jetzt verpasst hat. So, das hätten wir. Darf einfach nicht so sehr hetzen. Und dann kriegen wir das auch noch hin. Okay, ich weiß, wo der Bär ist. Aber das dauert noch, bis der zu mir kommt. Ohne Gehetze. Dafür vielleicht zur Abwechslung treffen. Wäre was. Ja, die Schrotflinte habe ich genommen. Zum einen, dass ich mich dran gewöhne für die Bugnacht. Zum anderen aber auch, weil wir da derzeit das beste Material haben, um neue Munition zu bauen. Inzwischen bin ich es ziemlich gewohnt, nachts gegen Zombies zu kämpfen. Ich kann euch sagen, die Nächte auf der Baustelle sind ein ganz gutes Training. Okay. Nicht okay. Medikamente. Läuft. Ich hätte zwar Schmerzmittel gehabt, aber dadurch hätte ich die Blutung auch nicht stillen können. Und da man nur ein Schmerzmittel pro, ich glaube, 5 Minuten oder so einnehmen kann, hätte mich das Schmerzmittel auch nicht gerettet. Das ist nett. Das ist sehr nett. Kann ich eine Menge Zeug von gut gebrauchen. Okay. Wir nehmen mal das hier. Und... Nein. Nein, auf keinen Fall. Schlecht. Okay. Ah, okay, ich weiß, wo die sind. Die sind draußen.
da oben ist schon neben dem Waterworks. Und ich denke, dass da nachts in der Nähe einfach ein paar Zombies gespawnt sind. Und dass die durch die Schüsse angelockt wurden, weil die natürlich relativ laut sind. Aber die gehören nicht zum Poi. Außerdem ist die Mission ohnehin gescheitert. Dementsprechend mache ich mir da jetzt keinen Kopf. Ich bin jetzt eigentlich nur noch hier wegen dem... Ja, ursprünglich wegen meinen Items. Und jetzt natürlich nehme ich den Stash mit. Das bietet sich ganz einfach an. Okay. Dann passt das soweit. Passen Gas, da könnte Motor drin sein oder Benzin. Oder eine Batterie. Auch nicht so ganz unpraktisch. Die ist ganz nett. Medikamente. Ist auch in Ordnung. Und wir haben keine Dietriche dabei. Ich habe nicht mal... Oh Schande, ich habe nicht mal mein gutes Werkzeug dabei. Das ist oben in der Kiste. Im Moped. Oh Schande. Ja, ich guck, was ich im Moped habe. Mit der Steinaxt will ich keine 10.000er Kiste angehen. Das dauert... einen ganzen Tag. Habe ich schon gemacht. Und das dauert wirklich einen kompletten Ingame-Tag. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe tatsächlich auch noch andere Dinge vor. Als hier jetzt eine Stunde zu sitzen. Eine echt Realzeitstunde. Und die Kiste aufzumachen. Nope. Dann kommen wir nochmal extra zurück wegen dem Stash. Ja, Mission leider gescheitert, weil schon wieder tot. 6 Tode. Sieht nicht so gut aus. Na gut, dann werde ich jetzt wieder zur Basis zurückgehen. Ich werde da noch ein bisschen Zeug vorbereiten für die Bauepisode morgen. Außerdem ist ja Blutnacht. Das wird mit Sicherheit lustig. Hoffentlich dann... mit ein bisschen weniger Sterben und mehr toten Zombies. Bis dahin, macht's gut, haltet euch ansteif. Ciao, Freunde.